auch wenn wir uns gerade nicht versammeln können. Wenn Menschen mit einem T-Shirt mit der Aufschrift Auschwitz-Camp vor dem Kapitol vor der Kamera posieren und die Fernsehbilder davon in alle Welt übertragen werden. Ist das Gedenken an die Befreiung des Vernichtungslagers wichtiger denn je? Wenn es nur der Solidität einer Holztür zu verdanken ist, dass ein Rechtsradikaler kein Blutbad in einer jüdischen Gemeinde anrichtet, die sich in einer Synagoge versammelt hat, ist das Erinnern an die Entmenschlichung unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger zur Zeit der Nazi-Diktatur wichtiger denn je. Wenn sogenannte Querdenker Theorien von einer angeblich jüdischen Weltverschwörung verbreiten, ist das Gedenken an die industrielle Tötungsmaschinerie auf deutschem Boden wichtiger denn je. Wenn wir in unserer Stadt 64 Stolpersteine im Pflaster der Gehwege oder der Fußgängerzone entdecken, mahnen sie uns, dass es Gräueltaten, dass es schier unvorstellbare Gewaltexzesse auch bei uns in Kehl gegeben hat. Die Reichspogromnacht war für viele jüdische Kehler die Vorstufe der Hölle, die sie in der Folge in unterschiedlichen Konzentrationslagern erleben mussten. Und die viele von ihnen samt ihren Frauen und Kindern nicht überlebt haben. Deshalb dürfen wir nicht nachlassen zu erinnern. Auch nicht und gerade nicht in Zeiten der Pandemie, in Zeiten der Krise. Gott, Gott der Juden und der Christen, unser Gott. Hier stehen wir heute, wo wir sonst oft gedankenlos vorbeihetzen. Vorbei an unserer Geschichte, vorbei am Gedenken. Hier ist es eingemeißelt in Stein. Das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Heute halten wir inne und rufen dich an, um uns vor dir auf das Unrecht, das unsägliche Leid zu besinnen, das unschuldigen Menschen, unseren jüdischen Mitbürgern, durch schuldhaftes Versagen von Menschen, unsere Vorfahren, widerfahren ist. Wir sind bereit zu erinnern, bereit, unsere Geschichte bewusst zu bedenken und dabei dem Schmerz und der Scham, die wir darüber empfinden, nicht auszuweichen. Dem Schmerz, der die Erinnerung wachhält, damit niemals mehr geschieht, was damals geschah. Dass Menschen, deine Kinder, von Menschen, ebenfalls deine Kinder, ausgegrenzt, verachtet, bespuckt, misshandelt, umgebracht werden, wegen des Gebetbuchs, aus dem sie lesen, wegen des religiösen Bekenntnisses, das sie trägt, wegen der Hautfarbe, dem Klang ihrer Sprache, die sie auszeichnet, wegen des Ortes, wo sie geboren wurden, wegen des Geschlechts, das sie lieben. Mit diesem Schmerz im Herzen bitten wir dich, hilf uns Gott, dass wir niemals aufhören zu erinnern, dass wir niemals vergessen, dass deine Kirche niemals mehr zu Menschenmord schweigt. Hilf uns Gott, dass wir anerkennen und würdigen, uns deinem Willen beugen. Du hast Israel als dein zuerst geliebtes Volk auserwählt, bleibend auserwählt. Hilf uns zu lieben, was du liebst, zu achten, was du erwählst. Zu widersprechen den lautesten wie leisesten Vorurteilen.
den menschenverachtenden Tönen, den einfachen Parolen. Hilf uns denken mit Menschenverstand und nach dem Vorbild, welches Jesus uns mit seinem Leben und Sterben hinterlassen und aufgetragen hat. Hilf uns, den Verächtern der Liebe mutig zu trotzen, denen, die wegsehen, in die Augen zu blicken und uns immer wieder zu dir zu bekennen. Wir bitten dich, Gott der Christen und der Juden, erbarme dich unser, unserer Vorfahren und unserer Nachkommen. Gewähre Vergebung der Schuld und erneuere unsere Herzen und Sinne für ein lebensbejahendes und gewaltfreies Miteinander der Menschen in unserem Land wie auch der Völker und Nationen. Amen.